Könnt ihr meinen Kopf auf seinen Körper tun? Ihr müsst euch meinen Kopf auf ihm. Verflixter Klicks! Verflixter Klicks! Verflixter Klicks! Mit Lars Paulsen und Florentin Will! Verflixter Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dir verflixte Klickschau mit Pause. Und Florentin Will. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe, in der ich dringend mal wieder ein kleines Krönchen auf meinem Haupt aufbringen müsste. Denn Lars Paulsen. Mehr kriegst du nicht. Denn Lars Paulsen rennt mir davon. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir doch mal ganz kurz, aber nur ganz kurz, wirklich nur so einen kurzen Frame, so mal ein Frame auf die Kronen. Die Kronen können sich lohnen. Ja, guck mal, da sehen wir es doch. Ja, die sind nicht aktuell, muss man dazu sagen. Also da fehlen noch die letzten 3 Semester, die wir hier verbracht haben. Dankeschön. Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Ich kann immer nur, wenn ich meine Kronen auf dem Kopf habe, sprechen. Herzlich willkommen, Florentin Will, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist die Sendung, heißt für Flix, Klicks. Wir schauen uns YouTube-Videos an und müssen die Klicks erraten. Lass uns einfach einsteigen ins erste Produkt. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Florentin Will hat einen vollen Terminkalender. Korrekt, und einen vollen Terminkalender hat auch unsere Showredakteurin Johanna, deswegen ist sie heute nicht da und deswegen haben wir heute in unserem Austauschprogramm heute mal Kogi an den Videos. Das heißt, Kogi macht Meisenstein. Oh, sehr gut. Das heißt, Kogi macht heute mal den VJ und haut mal die Videos raus. Wir machen da so ein bisschen das Kamerakind Kogi darf heute auch mal an die Knöpfe. Das heißt aber auch, dass das Undercover-Video so gut versteckt ist heute, weil Kogi natürlich das schwierigste Video gefunden hat, dass es gar nicht auffindbar war, selbst für ihn nicht. Mhm. Also das Video war so unauffällig und so gut versteckt, dass er es selber gar nicht finden konnte. Also herzlichen Glückwunsch da an den Gewinner. Es war Robert aus Kappenheim. Und das Neue heute ist, dass es keine zufällig generierte Playlist ist, sondern die tatsächliche Verlauf von Kogi. Es ist der Verlauf von Kogi. Schauen wir uns mal an, was Kogi sich die letzten Tage reingezogen hat. Die 10 meist angeschauten Videos von Kogi. Wir schauen mal rein als allererstes, was guckt Kogi so privat? Und da sehen wir schon, er ist im asiatischen Tanzbereich, glaube ich. Wir gucken mal rein, dieses 5-minütige Meisterwerk. Hey, ist das Bibi und Tina-Tanz? Oh, ich glaube, es ist. Warte, wir machen mal alle mit. Das gehört dazu. Wir machen mal alle mit. Oh, da kugelt das sofort die Schulter wieder aus. Hä? I don't. Hä? Ist das Kampfsport oder Tanz? Ich glaube, das ist Tanz. Capoeira. Gib mir ein Beat, gib mir ein Beat. Das sind. Bibi und Tina. Bibi und Tina. Auf einmal die Hirsch und Sabrina. Sie gegen den Winter. Sie gegen den Winter. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Kampfsport. Warte mal, ich spule mal ein bisschen vor. Ah, nee, das ist Kampfsport. Ach, die haben so Klacker auch. Nee, was ist da in der Hand? Ach, das ist so eine Kombination aus Tango und Kung Fu. Tang Fu, wo du gleichzeitig diese Kastagnetten hast. Du hast gleichzeitig noch Kastagnetten in der Hand, ja. Bei welcher Sportart, findest du, wäre ein Musikinstrument angebracht, das gleichzeitig zu spielen? Oh, das ist eine gute Frage. Aber generell, ich glaube, das ist eigentlich die Frage, müsste sein. Beim Kick, du brauchst ja gerade Hände nicht. Die Frage ist eigentlich, welches Instrument ist die beste Waffe? Also wenn du jetzt wüsstest, du steigst in den Ring mit einem anderen Musiker. Also einfach, du hast ja einige Feinde in der Musikszene. Mhm. Jetzt mal angenommen, einer von denen... Bei der klassischen Musikszene. Angenommen, so ein klassischer Oboist würde dich jetzt herausfordern. mit einer Oboe, was, glaube ich, keine schlechte Waffe ist. Ja. Wie würdest du kontern? Wie würdest du das angehen? Ja, Violine, ganz klar. Ja, klar, direkt Violine. Ja, aber dann zweihändig, so Nunchuk-mäßig, so zwei Violinen. Na, man hat den Schild. Das ist der Klangkörper. Der Korpus, ja. Und man hat stimmt, den Bogen. Ja, perfekt. Ideal. Und dann, ja, aber geht dann sofort zu Bruch, wenn es dann auf die Oboe klatscht. Ja, Pferderosshaar, ne? Da musst kommt halt drauf an, wie stark du bist. Für jedes Vivaldi-Konzert müssen 20 Pferde sterben. Ja.
immer wenn ihr das nächste Mal Vivaldi genießt, hier schön in der Semperoper, immer dran denken, der Geruch von 20 toten Pferden liegt in der Luft. Da gibt's da bestimmt auch schon vegane Möglichkeiten. Nein! Nee. Ach, als ob da jemand in der Klassikszene bereit wäre, sich zu ändern. Noch lange nicht. Ich habe mich doch probiert mit meinem Hip-Hop-Meets-Classic-Festival. Keine Sau war da. Also. Das fand ich früher immer richtig cool, ehrlich gesagt. Ja, das denke ich mir. Also, wir haben ja eine ganz interessante Klacksportart, die das Schlechteste aus Tanzen, Kampfsport und Klackinstrumenten kombiniert. Ja. Brechen wir es ab. Ist das so ein Klicker? Ja, hier haben wir sogar so einen Phasenwanderer. Der kann sozusagen durch die Dimensionen reisen. Das ist unser Phasenwanderer Paul. Der ist auch bei uns im Kampfsport. Der ist immer gerne da beim Klacken, oder was? Der kann überall hin, wo er will. Der hat zwei Hobbys: Phasenreisen und Klackhobby. Und dann ist er immer. Das Ding ist, der hat nur ein Kontingent von insgesamt 10 Reisen und 4 davon hat er schon da ins Klackstudio gemacht. Der Rest seines Körpers ist beim Yoga, wo er dann 2 Kurse gleichzeitig machen kann. Also, er könnte fremde Planeten bereisen. Die Geschichte zurück zu Hitler. Nee, der geht ins Klackstudio. Nee, ich glaube auch, wenn Zeitreise möglich wäre, würde ich auch einfach zurückreisen zu einem richtig ordentlichen Bongo-Musical. Ja. Wo du das richtig gutes Bongo-Musical hast, da würde ich hingehen, weil wir den Dinosauriern, das ist gefährlich. Ja. Ja. Also, ich glaube, wir haben hier, das ist wahrscheinlich der Unterricht, wurde mitgefilmt für Leute, die nicht anwesend sind, die vielleicht gefallen sind, in den großen Klack kriegen und jetzt ohne Arme, ohne Beine im Bett zu Hause liegen und das noch, trotzdem noch mitnehmen möchten. Bitteschön, gibt's eine Schätzung ab. Ich werde mich daran orientieren. Cinco Batico. Ich glaube, wir sind ja bei 117.117. Las Pausen hat ein gutes Buch geschrieben, ab jetzt erhältlich auf amazon.de. Ja, ich bin's, die Las Pausen Story. Endlich jetzt verfügbar. Schaut mal rein. Viele Sticker in den letzten 30 Seiten. Nur Sticker hat er da extra selber ein paar Entwürfe gezeichnet, aber viele auch aus der Rocket Beans Grafikabteilung. Also schaut mal, ob das Buch was für euch ist. Bislang wurde noch keins verkauft. Es ist eine sehr gute Schätzung von dir, Florentin Will, weil man natürlich jetzt nicht irgendwie groß drüber gehen möchte und auch aber trotzdem sagt, Mensch, dieses Klacken, das hat doch schon auch ein paar Leute angezogen. Wir haben hier ein Logo auf jeden Fall unten rechts, das ist sehr pink gehalten. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir doch drüber sind. Und zwar, wir sind bei insgesamt 489. 489 zu 117. Einer hebt ab, der andere ist auf dem Boden geblieben. Bitteschön, wir schauen rein. Oh! Okay. Ein Punkt für mich. Oh, sehr schön. Oh, 2 Dezimal. Interessant, wir haben eine Dezimalstelle. Wunderbar. Ey, lass die ruhig da. Bin ich gerne mit dabei. Schade drum. Walkie-talkie. Jetzt hätte ich wiederum gesagt, das Undercover-Video, wenn ich es nicht besser wüsste. You walk the walk, but do you talk the talk? Nope. Die Jets im Hintergrund. Welche Stadt? Mallorca Jets. Mallorca Jets, stockbesoffen bei jedem Spiel, immer aber gute Laune. Richtig gute Laune. Hat Mallorca eine Sportmannschaft? Mit Sicherheit hat Mallorca eine Sportmannschaft. Aber ist das eine Stadt oder ein Bundesland? Das ist eine Insel. Staat. Bundesland. Okay. Gut. Buntes Land. Alles klar. Gut, also wir sehen hier einen, ja, Walkie-Talkie. Interessant, kommt überdurchschnittlich häufig Videos über Telekommunikationstechnik im Allgemeinen, von der man dachte, sie sei veraltet, seien es Transistoren, VW-Fernwellen, Radioapparaturen und jetzt hier wieder diese Walkie-Talkie. Ja, lustigerweise habe ich mir das vorgestern erst, bin ich spazieren gegangen und dann da an einem Stadion, was weiß ich, vorbeigelaufen und dann habe ich da wieder Security-Leute mit Walkie-Talkie gehört. Und da dachte ich auch kurz, ist das nicht vorbei? Also warum haben die denn keine Handys? Aber es gibt ja durchaus noch, gibt Sinn, Walkie-Talkies zu haben. Du kannst ja dauerhaft sprechen einfach. Das habe ich dann gedacht. Aha, der Vorteil von Walkie-Talkies ist ja, du musst ja nicht erst anrufen, sondern bist ja dauerhaft in der Konferenz sozusagen. Aber gibt's nicht eine Walkie-Talkie-App? Dass wir uns beide die Walkie-Talkie-App runterladen, dann gehen wir beide in Kanal 4 und dann ist es wie ein Walkie-Talkie. Wenn du drauf drückst, spricht man. Also sorry, wenn's das nicht gibt, sorry, Elon Musk! Einmal bitte hierher. Bitte hier mal einmal hinsetzen. Elon? Ja. Wo ist die App? Wo ist die Walkie-Talkie-App? Wenn es die nicht gibt, warum programmierst du sie nicht jetzt? Leute, das ist ein Geschenk, das ist eine geschenkte Million. Ich geschenke euch eine Million da draußen. Programmiert die Walkie-Talkie-App. Allein Las Pausen kauft sich 5-mal, lädt es 5-mal runter.
Ich weiß nicht, ob das Datenschutzrichtig ist. Kannst du die ganze Zeit bei mir mithören oder was? Oder nur, wenn ich draufdrücke? Oder nee, nur wenn du in dem Kanal bist. Und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, gehst du aus dem Kanal raus. Dann muss ich erst in den Kanal rein, dann draufdrücken. Oh, du Scheiße. Ich will, bei Walkie Talkie musst du dich ja auch. Ja, du kannst ja. Machst du das rein? Kannst du, oder kannst du verschiedene. Du hast entweder. Oder du hast. Oder du hast. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Machst du den rein? Willst du einen See in der Abendlandschaft? Kleiner Gag an der Stelle, möchte ich dir präsentieren. Ja. Aha, da haben wir ihn doch, den Schlingel. Kleiner Gag. Auf Englisch. Der englische Gag von mir. Mhm. Neue Kategorie, oder? Der englische Gag sagt, sagt eine Frau zum Mann, we need to talk. I think our relationship is over. Antwortet der Mann. Our relationship is what? Over? Humor. Ich hab's auch gelesen. Finde ich stark. In deinem Witze-Magazin hast du dir dein wöchentliches Humor-Magazin geholt. Jetzt bin ich heraus, ne? Ja? Bin wirklich? Herausgeber mittlerweile, ja. Ach, wirklich? Anfangs war ich Käufer, jetzt bin ich Herausgeber. Aha. Ja. Bitte schön, weiter geht's. Ach nee, wir müssen ja noch schätzen. Schätz doch mal, ich fange an. Ja, naja, es wird ja. Angenommen, man würde jetzt so ein Gerät kaufen, aber halt nicht hier, sondern eher östlich. Wie würde es denn heißen? Also, ach so, du meinst in einem großen Land? Oder? Im sehr großen Land. Ja, wie heißt das Gerät? Wie nennt man, Achtung, kurzer Gag, zweiter Gag der Folge, jetzt kommt's. Wie nennt man ein russisches Walkie-Talkie? Ich hab was. Ja. Mm. Maidan. Ja, finde ich gut. So, also dann machen wir nicht russisch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ne? CTCSS Modes. Was ist? Überlegst du noch? Er ist richtig gut. Er ist richtig, richtig guter Gag, Lars. Maidan, Maidan. Nee. Hau den gerne mal auf Twitter raus. Ich glaube, das könnte deiner Twitter-Karriere wieder nötigen Boost geben. Also, ja. Man weiß übrigens nicht, ob Florentin wirklich nur so ein Unterhemd anhat gerade, ne? Und das irgendwie so lose ich trage, ich trage die, ich trage die verflixte Klicksweste, die jetzt im Shop erhältlich ist. Also, modische Weste, wir haben uns inspirieren lassen von Modeikonen unserer Zeit. Bestellt die gerne. Lars Pausen braucht einen Groschen. Dürfen wir so bitte die nächsten Merch-Artikel, die zu verflixte Klicks rauskommen, auch präsentieren, dass wir erst im Grün und dann reißen wir es auf und dann sehen wir toll. Reveal. Okay, also, ich finde nicht, ja, ich das finde, ist eine besonders Da wird schon eine Zielgruppe geben. Nein, nein, nein. Meinst du nicht für Walkie-Talkies? Nein, das sind so die 40, 50-jährigen Männer auf YouTube, die schauen sich irgendwie Fusi-Compilations an und halt Walkie-Talkie und Technik so. Nee, aber es war ja schon für uns in der Jugend, jetzt aber in der Kindheit, Jugend und so war es doch das Größte, einfach ein Walkie-Talkie zu haben. Ich hatte nie eins, aber die Vorstellung, dass du mit deinem Kumpel 100 Meter weiter... Es gibt tausendprozentig eine Walkie-Talkie-App. Also da verwette ich... Was willst du mit der App? Da verwette ich 5 Kronen, dass es eine Walkie-Talkie-App gibt. Ja, die Walkie-Talkie-App heißt anrufen. Nein, du Telefon. Musst ja nicht erst... Oh Gott. Ja, wahrscheinlich gibt's es. Wie viel Kram du mir bereitest, Lars? Hm. Wie viel Kram bereite ich dir denn? Jedes Mal komme ich hier mit guter Laune rein und Lars, du metzelst mich nieder. Einfach. Aber ich nimm mich, metzel mich nieder. Mach mich nieder. Ich bin durchgängig gut gelaunt. Weil ich jetzt auch eine richtig geile Schätzung abliefer. Achtung, 3, 2, 1. Ja, Zahlen sind nicht so leicht. Ne? 3, 2, 1. Na, ich habe schon 3 hintereinander genannt. Ja. Wird das ein bisschen viel verlangt? Einige der besten. Aber ach, 150. Bis jetzt? 150? Ja. Ach, nö. Bin ich falsch? Nee, ich bin bei 43. Aber bis jetzt finde ich fantastischer Videogeschmack von Krogi, den er hier in den Tag gelegt hat. Ja. Absolute Knaller. Ich weiß nicht, was er da immer macht, aber gut. Wow. 47.000? Wow. Wow. Wieso machen wir keine Walkie? Dann frisst der einen Apfel. Hier sieht man es sogar. Der frisst Äpfel mit Colin anstatt ein Walkie-Talkie. Ja, war dumm. Ja, wir hatten die Wahl, entweder Walkie-Talkies oder Äpfel. Und wir haben uns für die dummen Scheißäpfel entschieden. Sie sind bekömmlicher für die meisten. Wir sind zu Hause in der Welt der Garage-Band-Loops.
He repeats everything you say. Guck mal, das ist doch eine App. Das ist ein Walkie-Talkie. Ah, stark. Ah, der lässt sie miteinander sprechen. Ah, geile Idee. Ja, dann lass uns da kurz beiwohnen, diesem Experiment. My voice is higher than your voice. Ach so, weil er das immer wieder... Ah, die geben nicht auf. Die geben nicht auf. Okay, also, das ist ja herrlich. Finde ich konstruktiver als jede Folge Markus Lanz, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig gut. Das ist jetzt wieder für ein ZDF. Ach, mal kleine Spitze hier. Wer ist denn immer 19.10 Uhr ZDF Abendkrimi für den Willkommissar Hollander? Der Kommissar Hollander. Das ist ja wirklich fantastisch. Kommissar Hollander, guck mal so rum da. In Salzburg haben wir wieder ein Problem. So was in die Richtung. Hä? Naja, also das war doch schon diese eine Nummer da, diese Wiener Krimi-Sache. Also das ist eine fantastische Idee, richtig, richtig gute Idee. Geiles GarageBand-Intro. Generell, falls eure Videos zu wenig Klicks hat, immer GarageBand-Intro. Dieser Massenmörder. Ich glaube, das ist Akustik-Noodling. Warte mal, ich lege mich mal ganz kurz fest, mal an alle Mac-Freaks da draußen. Oh Gott. Ich sage, das ist Akustik-Noodling 4. Wenn das wirklich stimmt, dann will ich einen Preis von jedem einzelnen Zuschauer von euch. Such sofort. Oh, ja, ich hab GarageBand. Ey, dann lass uns mal ein Almost Daily über GarageBand machen. Ich habe wirklich früher keine Musik gehört. Also GarageBand ist so ein Audiobearbeitungsprogramm auf dem Mac. Und da sind auch ganz viele Loops, also wie diese Musik, die man für Videos und sonstiges verwenden kann. Und ich habe früher keine Musik gehört, sondern nur GarageBand-Loops. Eigentlich die ganze Zeit. Fantastisch. War eine tolle Zeit. Du hast auch das Wort überhaupt geliebt, ne? GarageBand. Ja, ihr wisst ja, zwei Leute da draußen wissen jetzt ganz genau, was gemeint ist. Ansonsten die ganzen PC-Freaks, bin ja eher PC-Spieler. Für mich ist ja Mac einfach nur teuer und sieht okay aus. Ja, aber die Mac-Freaks sitzen zu Hause und Oh, war eine geile Zeit. Nee. Gut, also ist ein tolles. Ich glaube, das Problem würde dieses Video in einem anderen Kontext von einem der Top-TikToker dieser Welt. Tip-Top-TikToker! Ausgestrahlt werden, wäre es gut. Also, das ist ein geiles Video. Und ich will wirklich, dass jeder von euch zu Hause rumsitzenden Streamschnecken auch mal auf den Kanal geht und dieses cooles Projekt von diesem Jungen liked. Und ich finde das auch cool, kann mich aber noch erinnern an einen Florentin Will, der früher das gehasst hat, wenn man dann da irgendwelche Standard-Loops und sowas verwendet hat. Er hat gesagt, das ist ja unterirdisch. Und ja, aber von diesem 12-jährigen Kind verlange ich doch nicht, dass er jetzt was eigenes kombiniert sind. Ist? Ja, hör dir mal die Stimme an. This is talking Carl. Das könnte auch eine 70-jährige Frau sein. Werden wir gleich sehen. Ziemlich sicher eine 70-jährige Frau. Das ist ein super Video, das locker 30.000 Klicks haben verdient. Verdient, habe ich gesagt. Nicht, dass es hat. Da ist nämlich im Internet eine große Diskrepanz zwischen wie viel Klicks jemand verdient. Wie viel Klicks es tatsächlich hat. Ja, also ich habe so ein bisschen ja die Befürchtung, dass das jetzt nicht originell von du Schweinebär! Jetzt habe ich hier einen blauen Abdruck von deinem Scheißfinger. Ich mag diesen einen Finger nämlich nicht, den kleinen, den hasse ich von dir. Ich kann mir vorstellen, dass es halt ein Milliarden-Klicks-Video ist von jemand anderem. Und er hat das einfach nachgemacht, oder sie. Verstehst du? Ja, das kann sehr gut sein, ja. Das könnte ich mir gerade so ein bisschen vorstellen. Ich glaube nicht, dass es viel Klicks hat. Nee, wir sind bei 37. Ja, das ist ein klassisches Kinderzimmer-Video. Ich gehe sogar noch drunter und sage 9. Aber ich liebe es. Ich auch. Vor allem auch diese Figur. Die haben unterschiedliche Animationen auch, ne? Gut, 9 zu 37. Einer ärgert sich, der andere freut sich, bitte. Nein, da sind wir doch. Ja, Maddie Bright. Guck, es ist eine Maddie Bright sogar. Ach, fuck. Eine 70-jährige Frau, wie wir sehen. Ja, zu Recht. 7 Millionen. Ah, nein. Was haben wir gesagt? Ja, das verdient 30.000. Deswegen hat 7 Millionen Klicks. Es ist auch richtig geil.
Toll. Kann ich verstehen, dass Krogi das als seine Startseite eingerichtet hat. Ach, fuck. Schade, dass das ich sollte mehr idealistisch denken. Nicht immer so, ja, das wird bestimmt ein Rip-Off sein, bestimmt eine Nein, auch einfach mal, wenn das ein gutes Video ist, dann hat das auch viele Klicks. Ich muss mehr Vertrauen bekommen in die Welt. Checksmaniac 999 here to Stand-up comedy. A new microphone I just got for my vlogs. This will hopefully you'll be able to hear in more detail a lot of the whoops sorry it's another feature on the microphone. You'll be able to hear a lot of the new features different parts there's better syllable pronunciation on this. Das ist also Video. There's a wow effect too, which I Gibt's mean nicht. I don't see a lot of aber das wär's. Das wär's gerne. Maybe later on, so I'll just turn that off for now. And also, nee, ich glaube, dass es heute wahnsinnig berühmter Stand-up-Comedian ist. Der Titel lautet nur My New Microphone. Ja, das sind so die Anfänge des großen Stars. Warum haben wir sowas nicht? Warum haben wir sowas nicht? Das ist genial. Das ist brillant. Zwei Millionen Klicks, meine Damen und Herren. 2 Millionen Klicks. Ja, ich vertraue in diese Welt, in dieses Internet. Log es ein. Log it. Grandios. Ja, da hat Krogi natürlich unseren Geschmack getroffen. Grandioses Video. Tja. Die schlechte Qualität, der Gag, die Überforderung, er kommt nicht mit der Technik klar, wahrscheinlich gespielt, vielleicht nicht. Ein brillantes Video. Oh, das ist gespielt. Das ist gespielt. Ja, kann gut sein, aber es ist so super. Tja, ja, was sagst du jetzt, LP? Es ist halt die große Frage, ob Krogi da im Internet einfach gesucht hat nach geilen Dingern oder das ist so sein Lieblingsvideo, ne? Kann ja sein, dass im Random Generator dann so viele Millionen Dinger haben wir selten gesehen, ne? Aber wir sollen ja eigentlich uns nicht so ins Metagaming reinfräsen, ne? Wir sollen ja nicht überlegen, hat der Algorithmus denn jetzt nach Video 3 nochmal Millionen Klicks Video? Klar, ich kenne es auswendig, den Algorithmus, deswegen bin ich auch meist. Wurde geändert jetzt Anfang des Jahres, deswegen hatte ich eine kleine Flaute nun. Aber wir können uns endlich wieder. Sag bitte eine Zahl, Lars. Herr Paulsen, bitteschön. Ach, bitte. Okay. Na? Okay. Da kommt eine gute. Okay. Da kommt eine gute, ich seh's. Okay. 10 Millionen. 10 Millionen. Oh, hey. Okay. I don't give a fuck about you guys. Denn dieser Typ ist genial. Ich bin sehr gespannt. Ein Genie mit 10 Millionen Klicks. Und wir lösen auf, bitteschön. Oh! Ah, nee. Yes! Vertrauen ist gut. Lecker Pizza, Burger. Oh, ist das KFC? Nee, das ist das russische KFC, nämlich KGB. KGB gestartet. Okay, ja, aber da scheint es alles zu geben, oder wie? Da gibt's Pizza, da gibt's Wraps, da gibt's Hühnchen, da gibt's Burger. Ist das der beste Laden der Welt? Naja, also für ein Sterne-Restaurant zu viel Auswahl, finde ich. Ja, sagt man immer, je mehr Auswahl es gibt, desto schlechter, aber nicht meine Erfahrung. Du bestellst schön bei dem. Was ist das für eine Sprache? Ist es Russisch. Du bestellst schön bei dem Inder, der nebenbei auch noch einen Döner und Pizza und ja, Asia und Sushi. Ich sage aber, geben Sie mir die größte Pizza, die Sie haben, legen da schön die Sushi-Rollen drauf und dann schicken Sie mir das und schön daneben noch irgendwie so einen kleinen Kebab-Spieß. Pizza, Sushi. Ja. Geil, einfach alles drauf und dann dazu noch eine schöne Cola Light.
Rubel, der Rubel rollt. Naja, wir müssen schätzen, wie viele Klicks dieses Video hat. Burger. Du hast vorhin angefangen. Ich glaube, da passiert nicht mehr wahnsinnig viel. Ich sage, das Video... Aber warum hat sich denn der scheiß Pizza-Burger nicht durchgesetzt? Sag mal, was ist das denn für eine rotzfreche Frechheit, Mann? Vor allem, die sind dumm, die haben gesagt Pizza-Burger, haben aber einfach nur einen Burger ohne das Fleischstück gemacht. Da hast du dann nur Pizza oben, Pizza unten. Wenn jemand sagt, ich bin mutig, ich hab Geld, ich hab Geschmack, bringt doch bitte den echten Pizza-Burger auf den Markt. Ich rede von einer Pizza unten, einer Pizza oben, aber einem Stück Fleisch in der Mitte. Wie ein Burger halt. Was sie verkauft haben, war kein Burger. Was war das denn, was sie verkauft haben? Die haben verkauft den Pizza-Burger, das war aber nur wie so eine Art Burger-Patty, aber beide sind Pizza. Aber kein Stück Fleisch, sondern einfach nur, was man konnte in der Mitte das halt denn so... Dann drin? Nichts! Das ist wie wenn du eine Pizza einfach über zusammenklappst. Nicht. Das geht nicht. Das ist doch das, die Idee, Leute, da draußen. Es ist wirklich so bescheuert. Ja. Geht's wieder? Ja, geht wieder. Können wir weitermachen? Ja, geht wieder. Okay. Also, das ich bin bei 16 Klicks. Hat wahrscheinlich mehr. Da freue ich mich drauf. Nee, ich glaube, das sind schon mehr. Das sind schöne Bilder. Vielleicht ist das ein Influencer oder sowas. Ich glaube, es sind... Aha! Ah, ja! Nee, die muss schon nach unten sein, die Pizza. Aber sonst, das kannst du ja nicht halten, ne? Wo ist das her? Kann man das bestellen? Google. Bestimmt selbst gemacht. Das hat die... So sieht's in der Regie aus. Oh, die legt sich hier gerade einen schönen Pizza-Burger auf den Zahn. Oh, die Regie hat so gut. Ja, aber das, also... Das würde dich schon auch antören, so ein Pizza-Burger? Ich würde die Pizza umdrehen, ehrlich gesagt, dass sie nach unten zeigt, weil so kannst du es ja nicht auch anfassen. Aber ist die Pizza auch belegt, dann so mit Salami? Und ja, mit Sardanellen, aber so kannst du das ja nicht greifen. Also, ich sage, es sind ein bisschen mehr, und zwar 38. Das ist wirklich ein bisschen mehr. Florentin, hast du es wirklich nötig? Es steht 2-2, ist noch alles offen. 16 zu 38, so viel alles gut, alles gut. Was soll ich denn sagen? 16 zu 38, wir lösen auf. 3, 2, 1, das Haus gehört mir. Oh! Kling. Warum hat das denn 2000 Klicks? Kling, blong. Ja gut, von dir aus, du hast Scheire. Klar. Ah, sehr gut. Griechisch. Zwei Hamster, ein Rad. Der betreibt es selbst, ne? Noch ja, einer? Diese Art von Video kennt jeder. Jetzt passiert was. Warum machen die das? Wir wissen, dass das schief geht. Ja, das ist zu doll. Das ist doch zu doll. Und jetzt der eine. Gebrechlich Gas jetzt, fuck you. Stop it. Das ist doch zu doof. Vor allem da hinten im Eck ist auch noch einer, der kriegt die ganze Zeit einen Teller ab. Ich hatte auch mal einen Zwerghamster. Cody hieß der. Cody. Was geschah mit ihm? Starb. Ja, die Frage ist natürlich, ist das jetzt das Originalvideo? Ist es ein Reupload? Die Qualität ist sehr, sehr schlecht. Die Videoqualität ist sehr, sehr schlecht. Und 4 zu 3. Im Titel eine lustige Anspielung auf Two Girls, One Cop. In dem Fall natürlich ja. Two Hamsters, One Wheel. Ja, die Frage ist, ist das jetzt einer dieser Millionen-Klicker oder ist es nur eine Nachmache? Aber sag mal, sind denn diese Teller, also es gibt ja Hamsterräder und dann gibt es so eine, diesen Aufbau und ist dieser Aufbau wirklich nicht nur einfach da, um genau das anschauen zu können, absolut, wie die Dinger da drin ich bleiben glaub, die und mögen sich es verletzen? Auch. Sie mögen es auch, wettrennen und sich dann raus ja, aber die bleiben ja drin lassen. Und sterben. Aber ich glaube, du willst dich auch drehen lassen. Aber ich keine Ahnung, ich hab wenig Einsicht in Hamsterbedürfnisse. Wir hatten heute schon zwei hohe Klicks, ne? Du hast es im Auge. So, ist es jetzt nochmal das Millionending? Ich sag definitiv nein und glaube, das ist ein billiger Upload mit einem billigen Namen, der versucht hat, billig Klicks zu machen. So funktioniert es dann doch nicht, liebe Freunde. Und wir haben hier einen Klick. Nee, das halt. Einen. Doch, einen. Halte ich für wahnsinnig. Einen und zwar Krogi. Das ist eine wahnsinnige Schätzung. Ja, mit besserer Qualität würde dieses Video besser geklickt werden. Ja, mit einem ordentlichen Bildformat hätten wir hier eventuell bald einen Klicker. Aber nein, das Video hat definitiv nicht unter 100 Klicks. Wir sind hier bei 1000 Klicks. Oh! Und das hätte ich nicht machen müssen, und das weißt du. 1000
Klicks sagt Lars P. Florentin sagt 1. Klick, da fehlen 3 Nullen. Das sehen wir jetzt. Ah! Yeah. Ach, fuck, Millionen, ey, Alter. 600. Kogi ist halt einfach so ein Mainstream-Schwein, muss man auch mal wirklich sagen. Ach, Kogi schaut auch nur Sachen an, die schon irgendwie 3 Millionen haben. Mal wirklich in die Indie-Clubs gehen, mal wirklich die Leute irgendwie von Grund auf mal wirklich in einen Blumentopf stecken und mal gießen. Nee, das kennt er nicht. Kann ich das noch kennt mal er sehen, wann wurde das Video hochgeladen? Kann man da noch mal reinschauen? Ich will wissen. Meinst du, ist das Undercover-Video oder was? Nee, ob das so aus den YouTube-Anfängen ist. Heutzutage würde doch ein Video mit so schlechter Qualität. Naja, zumindest gab es vor 4 Jahren einen Kommentar, aber das sagt uns gar nichts. Ah, da. Ah, hier. 2012. Ne, das dachte ich mir nämlich damals. Wow. Konntest du das nämlich noch bringen mit so schlechter Qualität? Wolf. New York Wolf. Oh. Hab ich gesehen. Ich hab schon mal gesehen. Ja. Ich sehe noch. Hast du diese Hunde, hast du diese Tier-Doku gesehen? Tierserie auf Netflix? Nee. Soll man die Unterhaltung lassen oder was? Also der Blick gerade, das war ja mal also komplette Antipathie. Ich dachte halt, dass du mich magst. Jetzt guck mal hier kurz her. Ich sehe mich eher so als Einzelwolf. Oh, Lone Wolf, warum sagt man das? Die Wölfe sind doch eher im Rudel unterwegs. Ja, eben. Depp. Aber das sind rote Wölfe anscheinend, die hier irgendwie posieren gerade. Die versuchen uns einen Buchstaben zu zeigen. Das ist ja merkwürdig symmetrisch, oder? Ja. Ist das eine geheime Botschaft, die uns die schicken? Was ist denn da? Illuminati! Warte mal, wenn man die Form. Warte mal, können wir mal in die Form ranzoomen, die da zwischen den Vorderläufen entsteht? So sagt man nämlich zu den Beinen von Wölfen. Kleiner Funfact am Schanerrand. Können wir da mal reinzoomen? Die glaube, zeigen steht, tatsächlich nee, guck mal. Das Haus vom Nikolaus. Ja, kann geh mal, sein? Zoom mal rein. Die Form, die. Ja! Oh, was ist das denn? Ach, tatsächlich, das ist wirklich komplett identisch mit. Was ist denn das? Aber die Form, das erkenne ich doch! Ich erkenne das auch! Das ist doch, die wollen uns was mitteilen! Und zwar, Ich erkenn's doch! Wenn dir der Wolf ruft, dann hör den Ruf! Was? Mich? Hör Wie? Den Ruf des Wolfes, Laseliner! Ja, dann schätz mal deine Wolfsschätzung, bitte. Mit Wölfen kenne ich mich nämlich aus. Die sind groß und stark und, Oh! Okay. Auf Netflix die Tierserie. Er wird gefliegen. Er hat den Flug verpasst. Das ist der Klassiker. Warum heulen die nicht, wenn die den Flieger hören? Das sind Airport Wolves. Wer direkt in die Kamera schaut einfach. So, jetzt zeige ich euch mal was. Das wissen ja viele nicht. Wenn Wölfe Flugzeuge hören, dann werden die richtig geil. Damals meist keine 5 Minuten und sie haben Sex miteinander. Ach guck mal, das ist hier das Mating-Game. Also wirklich so, da kann man genau gucken, wie die das machen. Und das scheint Teil des Mating-Rituals zu sein, dass sie einmal die Fischkarte beschwören. Das bringt Fruchtbarkeit. Ja, das kann ein Klicker sein, ne? Also warte mal ganz kurz. Von New York. Deine dumme Schätzung jetzt. NewYorkWolf.org. Das hat Klicks, meine lieben Freunde. Das hat Klicks. Die Wolf-Community ist groß und stark. 13.800. Ja, völliger Blödsinn. 180.000. Florentin sagt 13.800. Ich sag 180.000. Ich will einfach das Ergebnis noch nicht hören. Ich kann das noch nicht. Ich schaff's noch nicht. Wir machen eine ganz kleine Pause. Nur ein Spot. Wir sind gleich wieder für euch. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links.
Herzlich willkommen zurück bei Verflixte Klicks. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind gerade kurz davor, dieses Video aufzulösen mit den New York Wolves Mating Game. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gesagt, dieses Video hat 13.000 irgendwas und Lars in der Pause sagt 180. Ich bin sehr gespannt, wer hier recht hat bei diesem Video. Die Mathematik ist auf meiner Seite, liebe Freunde, liebe Wolfsfreunde, schön, dass ihr da seid. Komm, mach weiter. Bling, plong, ich will zwei Pünktchen. Ich will zwei Pünktchen. Ja, also, da haben wir doch die zwei Pünktchen. Na, also. My lovely lady lumps, my lumps. Science of Elves, okay. I hope you're looking forward to another video where we get very nerdy about science in a fantasy setting. Okay. We're still on the world building. And today's video, we're going to be looking at the evolution of dwarves. No, elves, obviously elves. This is obviously Legolas, who is looking... Kleiner very, fantasy very joke für uns. Very inappropriate, Legolas. Put some clothes on. Oh, man kann was nicht sehen. Evolving man kann... es gab Lichtproblem. We're going from a creature with average hearing to a creature with excellent hearing. Well, this would imply that there was a similar... Haben Elfen so gute Ohren oder was, weil sie so riesen Ohren haben oder was? Ja, Elben in dem Fall, aber ja. Also haben Elfen riesen Ohren oder was? Auch, ja, aber hier geht es ja gerade um Legolas. Naja. Also ist auf jeden Fall... Was ist denn der Unterschied zwischen Elfen und Elben? Ja, Elben heißen die bei Herr der Ringe und Elfen überall anders, es gibt keinen Unterschied. Also ist natürlich schon interessant. Ich glaube, das ist jetzt schon sehr tief... im Fantasy-Fandom drin, unausstehlich, wo man wirklich sagt, okay, ich habe das auch schon lange nicht mehr gehabt. So ganz tief ins Worldbuilding rein. Früher hatte ich das häufig, muss ich echt sagen. So bei den ersten Folgen von Fixie Klicks. Also dieses Fantasy-Thema, fand ich nicht ganz unausstehlich. Relativ weit verbreitet, das hat schon eine große Zuschauerschaft. Okay, also Mama, ich will es kurz mit dir teilen. Ich will es halt dir einen Schnauzenbär. Fischkarte, damit ich mal wieder ausgleiche hier. Leute, ihr denkt an die Epileptiker, habt den Schaden! Also hier kurz, damit du es auch siehst, 7 Videos sind in ihrer Playlist zum Thema Science in Worldbuilding. Also, wir sind im Bereich Fantasy, davon nochmal den Unterbereich Worldbuilding, davon nochmal der Unterbereich, die wissenschaftliche Erklärung von Worldbuilding-Elementen. Ja. Und davon sind wir nochmal im Bereich Elben. Also, das ist sehr, sehr speziell, aber du weißt ja, wie die Nerds sind. Sie lieben es speziell und konkret. Kannst du mir eine Frage ehrlich beantworten? Hast du vorhin irgendwie bei der Endcard über den Avatar gehabert? Nein, habe ich nicht. Hab ich habe auch nichts gesehen. Wollte nur sich auf Nummer sicher gehen. Ich meine, das Intro ist jetzt schon fett. Sehr handgemacht, ne? Aber guck mal, für 7 Videos macht die extra ein eigenes Intro. Also das ist schon, also ich glaube, sie hat da total Bock drauf und Spaß an ihrem Kanal, aber ja, ist aber er wirklich so erfolgreich? Genau, das Problem ist, sie hat Bock drauf, die Zuschauer bestimmt nicht so doll wie sie. Also sie ist ja so ambitioniert mit Endcard und Playlist und allem drum und dran. Es kann halt sein, dass irgendwie so ein richtig einer der krassen Leute irgendwie so ein Critical Role Typ da mal irgendwie ein Video geshared hat oder so zum Thema Pen and Paper, Worldbuilding und so. Da gibt es eine riesige Pen and Paper Community im amerikanischen YouTube-Raum. Das kann schon sein, dass sie da mal irgendwie so 10.000 Follower auf einen Schlag bekommen hat. Ne? Das ist schon nicht unmöglich. Ja, also jeder, der so ein bisschen nerdy auf Herr der Ringe unterwegs ist, würde sich ja potenziell auch dafür interessieren. Na, was weiß da jetzt ich nicht. Mit diesen Elben oder Elfen... Und steht auch im Titel Elves. Insofern weiß ich nicht, wieso ich hier ständig korrigiert wurde. Weil du das deutsche Wort gesagt hast. Lars, Erik. Gibt es im Englischen dann gar keinen Unterschied? Nein. Im Englischen Elves, im Deutschen Elben, bei Herr der Ringe Elfen. Ja, und warum warst du dann so frech und hast mich korrigiert? Weil du Elfen gesagt hast. Ja, aber wenn es das Gleiche ist, wieso hast du mich dann korrigiert? Ist eben nicht dasselbe. Bei Herr der Ringe sagt man Elben. Ich wollte ganz kurz. Lars, Erik, Pausen. Ich will einfach verhindern, dass du nicht auf dem Weg nach Hause von ein paar Nerds zusammengeschlagen wirst mit den Schaumstoffschwertern, okay? Deine Gesundheit liegt mir im Herzen. Glaubst du, die sind jetzt beruhigt oder was? Weil ich einmal die stecken jetzt wieder ihre Schaumstoffaxt ein und gehen nach Hause. Okay, liebe Leute, ich habe die Fischkarte gezückt, um einen Ausgleich zu erzielen. Und das werde ich mit dieser Schätzung. Ah, schwer, ey. Wirklich schwer. Ist ganz, ganz mutig von dir, dass du da die Fischkarte ziehst. Ganz, ganz mutiger Schritt, den ich nicht verstehen kann, aber das ist, macht ihn vielleicht zu gehen. Ja, ich bin für meinen Mut bekannt und berüchtigt hier in der Firma.
Glaubst du, irgendjemand sagt, Last Pause? Ah, das ist doch dieser mutige Typ. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ist es nicht der, der zugenommen hat? Der mutige Typ, der zugenommen hat? Der so mutig war, zuzunehmen? Nee, der so mutig war, sich nicht von der Gesellschaft des Körperbilder diktieren zu lassen. So nämlich! Aber glaubst du, irgendein Mensch ist so mutig, dass das das erste Attribut ist, das einem einfällt dazu? Boah, das weiß ich nicht. Ey, das ist für mich so Elon Musk oder so, der ist mutig. Mutig? Weiß ich nicht. Wer ist mutig? Wer ist der mutigste Mensch, den Elon Musk ist ja? mir jetzt eingefallen als der mutigste Mensch, den ich kenne. Ach so. Ich hätte Andreas Lynch gesagt, aber gut, einer muss halt die Frist. Ja, so mutig ist er auch wieder nicht. Gut, ich bin bei. Ah, ich weiß es halt nicht. Wieso habe ich denn die Fischkarte gezückt, wenn ich es doch nicht weiß? Oink, 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 oink. Ich mache meine erste Vermutung: 6500 Klicks. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Für so einen absolut inkompetenten Typen wie dich ist das wirklich eine gute Schätzung. Und deswegen ist die Frage, in welche Richtung gehe ich hier? Die hat ein Intro, die hat eine Playlist, die hat 7 Videos. Aber sie hat keinen Avatar. Das hast du nicht vergessen. Ich sag 11.300. Hä? Ey, du bist aber auch wirklich... Ich glaube an die Nerds, ich glaube da draußen an Leute, die Bock haben, Herr der Ringe, das ist eine riesen Fandom und bla bla bla, von daher und so weiter. Ich muss mich auch nicht rechtfertigen für meinen Schwachsinn, den ich hier sage. Ich will einfach den Punkt haben, bitte. Ah, ja, das hast du verdient, Alter, mit deiner Geierfestung. Ey, aber das muss sich ändern, Leute. Blöde, stopp, Geier da, ey. Nein, nochmal ran. Das muss sich ändern, nochmal ran, bitte. Diesem Kanal wird jetzt hier gefolgt, aber pronto. Rachel Emma Show, da wird Klicks, da will ich mindestens 300 Likes sehen hier. Mindestens 300 Likes. Das sind richtig gute Videos. Rachel Emma Show. Verdammt nochmal, ey. Oh, geil. Oh ja. Dreschmaschine, ich dresch mir das Feld kaputt. Dreschmaschine, ich dresch mir das Feld kaputt. Eine grüne Dreschmaschine mit großen Drescharmen. Die drescht mir mein Feld richtig gut, so will ich's haben. Die Dreschmaschine, ich hab eine grüne Dreschmaschine. Ich würde das den ganzen Tag singen, wenn ich wenn du eine Dreschmaschine wärst. Es gibt ja wenig Songs über Dreschmaschinen. Mhm. Es gibt ja nur diesen einen Song. Deswegen klingt das hier auch so verdammt gut auf Spotify. Es gibt tatsächlich in anderen Sprachen gibt's sehr viel. Also mal Portugiesisch. 30% aller Songs im Portugiesischen handeln von Dreschmaschinen. Ach echt, tatsächlich? Ja. Ach krass. In Deutsch und Englisch geht es meist um Liebe, aber ja, in Portugiesisch geht es um Dreschmaschinen. Dann nehme ich das zurück. Tut mir leid an unsere Portuguese Friends. Und oh, stark. Deswegen finde ich das gut. Also, ja, eine... Schon wieder im russischen Bereich bin ich hier. Vielleicht plant Krogi das nicht, eine Dreschmaschine zu kaufen eigentlich. Mal, kannst du Wüterich, eigentlich mal aufhören, hier zu wüten? Hast du irgendwie eine Wette oder so am Laufen? Nein. Hä, so. Kriegst du irgendwie für jedes schon also, 1000 Jahre ausgestorbenes Wort irgendwie einen Euro? Quatsch. Also, doch, das ist doch irgendwas, oder? Ist das hier ein Verkaufsvideo? Euch ist doch auch aufgefallen, oder? Oder gehst du gleich noch auf eine Lab oder was? Ein Mittelalter-Lab. Ist das hier ein Verkaufsvideo? Was ist denn das? Ist das hier ein Verkaufsvideo oder wie? Du bist verkabelt! Nein, das brauche ich! Du hast ein Mikrofon da! Für meine Medikamente brauche ich das. Das ist du hast ein Mikrofon! Nein, das ist für meine Medikamente. Ach, das wird mir so. Gesprüht, ja, nee. Aua, ich brauche das. Okay, die Dreschmaschine wird hier aber wirklich ins allerbeste Licht gerückt. Aber ey, wirklich, noch nie hatte ich so viel Bock auf eine Dreschmaschine, vor allem, dass da die Flanken so hoch. Wir wissen ja nicht mal, was eine Dreschmaschine ist, oder? Ja, das wird, der wird halt irgendwas graben. Ja, jetzt sehen wir ja, was er macht. Russische Dreschmaschine. Wie viele Russen haben Bock auf Dreschmaschinen? Russische Dreschmaschine, komm her in meine Garage. Du russische Dreschmaschine, kannst morgen starten zu dreschen. Wie heißt denn eigentlich eine Dreschmaschine, die gerne Fußball schaut? Mario Dreschler oder wo? Tobi Drescher. Eine russische Dreschmaschine hol ich mir schön nach Haus. Eine russische Dreschmaschine, die hol ich mir schön nach Haus. Also ich glaube, ja, in Russland, Gott, das ist da gibt es auf jeden Fall
viele Landwirtschaft, keine Ahnung. Töricht, und die eine kaufen törichte eine Aussage. Krieg ich jetzt auch Geld? Krieg ich jetzt auch irgendwie einen Punkt, oder was? Hä? Ich kleiner weiß. Kesselflicker, du? Nämlich nicht Kesselflicker, du Kratin. Ich glaube, es sind hier ungefähr, ich glaube, es sind nicht knapp, es ist keine knappe Schätzung. Ich glaube, es sind 408. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Sind 68. Mit 68 Jahren komme ich wieder nach vorne geprescht. Gut. Und mach einen. Ach so, ich habe ja schon das Unentschieden erzielt. Geil. Freut mich, wie flott das geht. Bitte schön, dann können wir noch hier die Antwort einfach machen. Bitte schön, sauber, Herr Dami. Bitte schön, zeigen Sie her, bitte. So. Okay. Können wir mal die Schätzung. Oh. Fuck. Ich, Punkt. Ich, gut. Mathematik. Oder Barista. Oh, Achtung, ist ein kurzes Video, wir schauen rein. Go here. Right click download. And save as, or an Undercover-Karte. Oh, can we watch ourselves? Let us do that on here. Ourselves? Oh my God! Ourselves? Oh my God! Ourselves? Oh my God! Ourselves? Oh my God! Oh my God! Ist das gleiche wie vorhin? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ach so, du erzähl. Oh my God! That's cool. Ach, herrlich. Also, tolle, also Krogi, dein Videogeschmack ist echt, also wirklich fabulös, muss man sagen. Justin TV. Ihr müsst es abfeiern, oder? Weil ihr einen Vertrag habt mit Twitch, oder? Müsst ihr, wollte ich gerade sagen, Justin TV, der Vorgänger von Twitch.tv. Deswegen musstest du und das jetzt haut mal ein paar Subs raus, Leute. Und Krogi hat es auch reingespielt. Ja? Ihr kriegt doch Geld dafür, oder? Ja? Ihr kriegt doch Geld dafür, dass ihr jetzt hier Justin TV abfeiert. Ja? Und mal, Twitch kommt auf Krogi zu und sagt, sag mal, könntest du nicht bei Verflixte Klicks, nee, jetzt mal unter uns. Ja. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass du da bei Verflixte Klicks, ich habe nicht mitbekommen, dass du da diese Woche die Videos machst. Ja, ich mach die Videos. Dass ihr da vielleicht, Video von Justin TV mit reinnehmt. Ne? Ihr wisst ja, Justin TV, Twitch TV. Früher, Twitch war's ja oder früher, was? Genau. Ha? Was gibt's denn mir dafür? Kriegst du 100 Subs dafür. 100 Subs? 100 Subs? Alles klar, mach ich. Alles klar, machen wir. So wird das abgelaufen sein. Ich glaube auch. Ich bin jetzt noch überzeugter davon als vorher. So sah Livestreaming früher aus, ne? Ja, das war noch geil. Ja, da war es noch richtig gut. Da war es noch authentisch. Ja. Könnte natürlich auch wieder ein Klicker-Klassiker sein, ne? Ja, also ich fange einfach mal an mit meiner Schätzung. Ich bin 6,5 vorne. Justin TV Live Webcast Fail hat auf jeden Fall 57 Sekunden, hat auf jeden Fall ein paar Klicks. Ist wahrscheinlich auch seit 2013 online. Wir sind bei 16.000 Klicks. Und wir haben heute aber viel mit hohen Klicks, ne? Kann ja, das sein? Ja, das ist doch rigged. Michael Rickmeier ist das. Also, wenn das echt ist. Und der wirklich das nicht stoppen kann, wenn er auf Stopp klickt, ist das schon lustig. Ja, klar. Das ist ein Podcast auch, ne? Okay, we'll turn the volume off. Okay, ich kann da laut drüber lachen. Das hat. Ja, das hat nochmal 2 Millionen. Sorry, aber es ist einfach ein lustiges Video. Was ist denn das? Ist halt nochmal 2 Millionen Logo Klicks? Justin, was ist das? Ein Pinguin? Das ist ein Pinguin, ja. Okay. Witzig. Also 2 Millionen, ich sag 2 Millionen. Sorry, Leute. Ich habe heute eine Lektion gelernt und die will ich auch direkt anwenden, denn darum geht's, dass wir Dinge lernen und auch anwenden. Und die lernen bitte eins. Entschuldige dich niemals für eine Schätzung. Wir lösen auf 16.000 zu 2 Millionen. Oh, yes. Kokololo, Kokololo, Roland Pedale, Roland Pelletier, Pelletier. Roland Pelletier. Hi, Anthony Sullivan here for the Sticky Buddy. The sticky roller that has the power of glue. So was Ähnliches habe ich mir letztens bestellt. Spouse hair, mouse hair, cookie crumbs. Nachts natürlich wieder. Birdseed or lint. It doesn't matter. Then just rinse it, dry it, and it's. Ich weiß wirklich nicht, warum ist der so klebrig? For quick cleanups and easily removes. Pet hair dust. Nee, du denkst schon ans Richtige. Use it on all types of fabrics. Ist Teaser dran. Aber den kannst du abwaschen und der bleibt klebrig. Das ist unglaublich. Ja, das ist ja wie bei den fürs Handy diese Noppen da. Die sind auch immer. Die kannst du auch mal waschen. Roll it and watch the hair stick to it. Stark. Then when it's full and dirty, just rinse it, dry it, and it stays sticky.
clothes. Nee, ja, für ein paar Mal, aber dann nicht mehr, oder? Das ist ein Video, du kannst keine Nachfragen stellen. Entschuldigen Sie. Nein, nein, das ist voraufgezeichnet. Ist das leise, oder? Ist das Englisch? Der kann dich nicht hören. Guck mal, sorry. Ich kann hier vor- und zurückspringen. Sorry. Ich kann hier vor- und zurückspringen. Das ist alles schon Jahre her. Was ist denn mit ihm? Nee, nee, der... Ah, man kann die Katze entkatzen oder was? Das ist ein Video, du kannst ihm keine Zwischenfragen stellen. Kann man die Katze entkatzen? Ist es dann auch möglich, dass ich meinem Hund komplettes Fell vom Leib reiß bei lebendigem Leibe? Ein Hund wird zur Katze. Warum ist denn der Ton jetzt plötzlich? Das wäre witzig. Sieht Ihre Katze auch wieder aus wie ein Hund? Kein Problem. Aua! Robo Fingers! Kannst du auch für andere Sachen benutzen. Also, und jetzt einfach noch Awkward Silence 10 Sekunden lang? Ja klar, du willst ja auch nochmal runterkommen von der Action. Du musst mal ein bisschen entspannen und dir das Produkt nochmal in Ruhe anschauen. Oder ist es so ein Video, das so in Baumärkten in der Endlosschleife läuft? Alles möglich. Da kann dann der Baumarkt seine individuellen Preise einblenden, glaube ich. Das ist alles möglich. Ich glaube, weil da hier kein Preis genannt wird. Ja genau, dann kann man der Baumarkt hinter Tupfern. Öffne nochmal Photoshop oder Adobe Premiere hier und haut ja, dann nochmal die Baumarkt rein. Oder von so einer zentralen Stelle geht es an die deutsche Leitstelle. Ja genau, dann und da wird dann der deutsche Preis. Ja, ob das jetzt Rubel oder Euro sind. Ach, du weißt doch. Leute, wo sind unsere Zuschauer aus dem Vertrieb? Baumarkt bitte einmal kurz schreiben, dass ich recht habe, dass es halt individuell nochmal auf Dollar, Rubel oder Yen oder was auch immer angepasst wird und dann an die Baumärkte ausgespielt wird. Leute, wir müssen doch jetzt nicht so tun, als seien wir seit 20 Minuten auf dieser Erde hier. Grüße aus Landau. Hallo, ich hier der Sticky Buddy. Sie, wir brauchen für unseren Baumarkt, brauchen wir da einmal für die Sticky Buddy 3,95 Euro. Wunderbar, kein Problem. Dann verleite ich Sie einfach an die deutsche Leitstelle weiter, denn da wurden die Videos mit Europreisen versehen. Okay. Und da schicken wir Ihnen eine und Kopie gerne zu. Schicken Sie es mir als PSD-Datei für Photoshop, ja, oder wie machen Sie es? Nein, wir schicken Ihnen das Video zu, indem wir als deutsche Zentralstelle die deutschen Europreise eingefügt haben. In Österreich kostet es nämlich anders und in der Schweiz auch. Ach, das Video schickst du mir zu, oder was? Genau. Ah ja, aller Gute, bis dann. Alles klar. Ciao. Ja. Ciao. Ach, ein netter Anrufer. So, ich glaube, dieses Video ist ein Kultklassiker. Und deswegen hat's Klicks. Und zwar nicht zu knapp. Ist das nicht ein Pleonasmus? Ein Kultklassiker? Ich brauche leider Pünktchen, deswegen kann ich jetzt leider nicht so locker entspannt rangehen, wie ihr es von mir gewohnt seid. Wirklich dringend. Das vorletzte Video, sag ich jetzt einfach mal. Florentin will omne Signore Florentin. Wir haben heute lauter Videos mit vielen Klicks, ne? Schüttelst mich. Ich bin bei. Oh, ist kalt hier oben auch. Ich sehe eine Zahl vor mir: 32.900. Das Pausen hat sich über diese tolle Schätzung leicht gewundert, kam dann aber wieder zu Sinnen und hat seine Schätzung geäußert. Gibt es wahrscheinlich mal so eine Compilation von mir, wenn ich mich so erschrecke oder zucke und dann gehe ich wirklich zum Arzt, weil ich denke immer, passiert mir auch. Ja, aber es ist auch immer bei verflixte Klicks. Ne? Schaudert mich wahrscheinlich. Schaudert mich, wenn ich dich sehe. 32.900 Klicks. Deutsche Klicks oder Österreich? Muss ich nochmal anrufen? Nee, Dachverband insgesamt. Dachverband, okay. Dachverband insgesamt. Wir sollten uns zusammentun. Lass uns ein Land machen. Deutsch, Österreich und Schweiz zusammen. Ein Land. Dafür gehe ich in die Politik. Dach. Das heißt einfach Dach. Das heißt Dach. Land heißt Dach. Ja, Florentin, ich muss jetzt natürlich kontern. Ich will nicht, dass du nochmal rankommst. Deswegen sage ich, sorry, das Ding hat leider nur 10.000 Klicks. 10.000 für Lars-Erik Pausen. Ich bin bei 32.900. Einer von uns beiden hat recht. Der andere kriegt leider keinen Punkt ab. Bitte schön. 10.000 Klicks, sage ich. Das sind so hell hier. Ich bin dritthell von dem, was du sagst. Wir lösen mal gleich ganz schnell auf. Vielleicht hat ja einer genau getroffen, zum Beispiel mit 32.900. Ja, das. Ah, yes, da bin ich zurück. 1000. Da bin ich zurück. Was haben wir denn heute für krasse Videos, ey? Tja. So anyway, this morning I was sitting there thinking about at my desk, thinking about food, like I'm always doing. And this question came into my head, can you fry a gnocchi? And
It's not really a question of can you fry it, because obviously you can get right here on the Webstrand store using good old fashioned French hot sauce, which is a standard in the industry as far as das ist auch wieder der Sinn des Videos, oder? Zum Schluss haben wir Ray Rad oder andere. I'm gonna go ahead and turn this heat up a little bit. Whoa. Aber das sieht aus wie ein Sketch, oder? Dem fliegt doch gleich alles um die Ohren, oder? Irgendwas passiert. Der frittiert seine Hand. Oh. Was geht hier vor sich? Oh shit, er macht jetzt die Hitze hoch. And the first batch. Das ist auf ein merkwürdiges Küchengerät. But I'm doing these a little higher heat and I'm thinking that this will be better. Just checking these to make sure that they get brown. Er schneidet das mit so einem Übergang, weißt du? Er hat es bei Premiere nicht verstanden. Oh, fuck. Now they're starting to pop. Shit. Holy cow. You gotta stand back. Ach, das wissen viele nicht, wenn man Gnocchis frittiert, ist es wie wenn man so einen Mentos in so Pepsi hat. This is going to be a vlog. Ah, das ist auch die beste Form, sich zu freuen. This is gonna be a blog post. Ich finde auch die heutige Folge Verflixte Klicks wird ein Blogpost. Okay? Oder? Eine klassische Blogpost-Folge. It's okay, I'm not hurt. But gnocchi explode when you fry them. So do not fry gnocchi. At least not the store-bought kind, okay? Please, don't try this at home, okay? Okay. Thanks. Da hinten an der Wand. Da hingeflogen. Timid yet. Okay. Fliegen denn die Gnocchis vom Boden wieder hoch? Guck mal, warte mal, da fliegt doch ein Gnocchi wieder hoch. Da! Nein, das ist da auch abgehoben. Ach so. Das ist hier. Kommt doch von da unten. Ja, du hast recht. Der kommt von unten hier hoch. Kommt doch. Das kann nicht sein. Das sind doch Sketche, die wir hier sehen. Das kommt wirklich von der. Nee, das siehst du falsch. Ja, das sieht man falsch, ne? Das sieht man falsch. Es kann ja nicht sein, dass der vom Boden wieder hoch ist. Oh, das ist ja fantastisch. Okay. Aber das ist ja groß. Also, falls ihr euch gefragt habt. Die erste Explosion ist die härteste. Das finde ich fantastisch. Oh. Ja, okay, wir müssen das machen bei Rocket Beans. Timid yet brave. Colin, schönes Video. Ganz klasse. Oh, 2 Millionen Klicks. Fuck it. Na toll. Das hat 2 Millionen Klicks, das Video. Jetzt muss Was Punk, soll ich denn sagen? Jetzt muss Punkdame noch mal ran und ihre Best-of-Playlist bearbeiten, wenn heute hier Krogi noch mal reingepusht hat. Okay. Also, Florentin. Oh, das ist ja Fried fantastisch. Gnocchi. Also, ich finde auch, dass allein der Titel schon so auf einen, richtigen Klicker hindeutet, weil es so richtige Klicker, die brauchen ja nicht viel im Titel. Da steht einfach nur Fried Gnocchi. Auch mit den Texttafeln, die völlig überflüssigerweise da drin sind. Oh, nee, ich glaube nicht 2 Millionen. Ich glaube, das hat. Naja. Doch, klar. Muss es. Ja, mehr. Das ist eine funny Wit. Das wurde schön in den 2012ern wurde es geteilt, wie blöd. Ja, mehr hat es. Alter, also, wenn noch von unten weitere Gnocchis von die Wahl nicht nur runter, sondern auch hoch. Aus seinem Ärmel kommen die raus. 6 Millionen, come on, scheiß drauf. Fuck it. Und auch die Links hüpfen in den Topf rein. Was sagst du? 6 Millionen. 6 Millionen? Ja, ja. Du weißt es! Du weißt es! 6 Millionen. Ist das letzte? Ja, letztes Video. Nein, come on! Es sei denn, es ist unentschieden, dann natürlich geht's weiter. 3 Millionen! 3,4 Millionen. Yes! Okay, dann gibt's ein Entscheidungsvideo. Fuck! Fucking hell! Wow! Oh, grandios. Aber Wahnsinn, ne? Wir haben heute ein paar Millionen Videos gesehen und kannten die nicht. Mm. Obwohl wir Internet-Freaks sind. Nee, es gibt da draußen wahrscheinlich Leute mit 20 Millionen Abonnenten, die wir noch nie gehört haben. Oh nee, jetzt noch so ein Superhit. Das wird dann wieder ein geiler Superhit.
auch schon mal auf dem Klavier gespielt? Nee. Ist schwer. Ich glaube, es sind zwei Arten von Menschen. Die, die dabei an Ocean's 11 denken und die, die an Twilight denken. Das ist wohl nicht... Warum kannst du beiden... Ich bin kein Mensch. Vollidiot, ja. Es ist ein weiteres brillantes Video. Ja. Aber das ist so ein Video, das hätte auch Florian David Pascal einfach früher. Ja, absolut. Hundertprozentig. Mit meiner ersten Kamera, mit meinem Handy. Ja. Nee, aber er ist wesentlich talentierter als du. Guck mal, er kann jonglieren. Aber das sind keine schlechten Ideen, bildlich. Nö, ich würde sogar von guten Ideen sprechen. Und er hat es jetzt die ganze Zeit selber gespielt, oder was? Mhm, ist eine Verarsche. Ich bin hin und weg. Ey, das ist ja unfassbar. Das Video heißt Perspective. Und das sind wirklich verschiedene Perspektiven. Ne? Da hat er auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. So, wir geben mal ein bisschen Gas, auch wenn wir das Video natürlich voll und umfänglich auch interpretieren werden in dem Aftershow-Video von Verflixte Klicks. Machen Moment, aber ganz kurz, sorry. Ja? Ich glaube, der Schlüsselmoment ist der, wo es von Schwarz-Weiß zu Farbe geht. Das ist der Schlüsselmoment, um dieses Video zu verstehen. Ganz kurz. Was passiert da? Warum kommt die Farbe zurück ins Leben? Wasser. Ich glaub, Farbe. Ah, geil! Gute Idee. Ihm sind die schwarz-weiße Rollen ausgegangen, glaube ich. Nein, das ist ein Künstler. Der hat eine Botschaft. Ja, ist es. Der hat eine Botschaft. Toller Typ. Was macht der heute wohl? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Was macht der heute? Rentner. Grandios. Ich bin ernsthaft wirklich ein bisschen berührt, dass so ein Typ so ein... Ich find's stark. So ein, ich meine, wie alt ist der? 10, 11, 12? Und das muss ja auch Aufwand sein. Das ist ein 5-minütiges Video. Das ist nicht einfach nur so hingefilmt oder so, sondern wirklich... Krass. Oder ist das irgendwie Krogi? Krogi-Kindervideo, oder? Kindervideo hochgeladen. Nein, so kreativ ist Krogi nicht. Der kann den hier das machen. Kann, aber Perspektive schreibt mit K auf Deutsch, ne? Ist kein deutsches Video. Ja. Okay. Wow, ich bin überwältigt. Ja. Ich bin den Tränen nahe. Ich bin emotionalisiert. Ich bin ein emotionales Wrack, glaube ich, kann man sagen. Hm. Ich muss jetzt hier natürlich abliefern. Es steht 7-7. Ich habe die ganze Zeit geführt. Ich darf jetzt nicht in der letzten Sekunde meinen Sieg noch abgeben. Und deswegen sage ich, dieses Video hat es leider nicht zu einem Millionenvideo geschafft. Natürlich nicht. Nein. Aber wir sind trotzdem bei 9000-ish. Something like that. Aber das ist natürlich schwer zu sagen, weil es halt kein Publikumsmagnet ist. Ne? Und das ist natürlich die andere Seite von YouTube. Es sind die Künstler, die sich Mühe geben, aber dafür dann einfach nicht belohnt werden. Nee. Aber da tut's mir echt leid, aber da muss ich dann auch, und das ist, glaube ich, jetzt der Bogen, der Kreis, den wir schlagen. Ich habe als Zyniker die Folge begonnen, habe dann den Idealismus gelernt, habe das Herz der Videos, des Internets kennengelernt und gehe jetzt aber wieder zurück in die Realität, aber erinnere mich an die schönen Momente, die ich hatte mit dir. Und deswegen sage ich, wir sind hier tatsächlich bei... Ja. Ja, Leute. Leider 880. Und jetzt werden wir 880. hier live mehr oder weniger bei Verflixte Klicks. Ich wünsche, dass du den Punkt kriegst. Ob der Zynismus auf der Welt der richtige Weg ist, guter Aspekte. Ob wir ein bisschen mehr wieder in die idealistische Kiste greifen sollten, um das Böse zu beenden. Wir haben 9000 Klicks, meine Schätzung, 880. Ich wünsche, dass du den Punkt gewinnst, weil ich dem Typen diese Klicks wünsche. Wir lösen auf, bitteschön. Nein! Wow! Was das für eine ist gute nicht dein Schätzung? Fucking Ernst, fucking Alter. Verdient, du bist Alter. Ein Genie. Ey, ich glaube, es ist, und es wirklich, es tut mir weh, das sagen zu müssen, aber offiziell, Lars-Erik Paulsen ist zurück auf dem Weg. Danke. Du bist zurück auf dem Weg. Er ist nicht länger vom Weg abgekommen. Es ist vorbei. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Geil. Ja, muss ich Hammer. Ganz ehrlich sagen. Zwei Siege hintereinander. Richtig geile Schätzung. Ganz, dabei. ganz fantastisch gespielt. Richtig gut und gut gemacht. Ja, ich gegen den Zynismus. Ich du findest Angst. Ein Video gut, dann gib eine gute Schätzung ab. Ich habe Angst um meine Zukunft, weil auch wie dieser dicke Daumen hier sagt, hast du richtig gut gemacht. das war eine fantastische Leistung.
Und ich dachte eigentlich, dass ich dieses Jahr vielleicht noch an dich rankommen könnte, aber so wie dir deine Form aktuell aussieht, keine Chance. Wie willst du das noch machen in 4, 5 Wochen oder so? Ich bin 20 Punkte vor dir. Also, lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal Rocket Beans TV. Rocker, Rocker, Rocker Beans. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao! Ciao! Könnt ihr mich so rausfahren lassen aus dem Bild, so rausschießen, dass mein Kopf so eine Rakete ist? So nach oben, einmal nach oben. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Klicks.